In der heutigen Folge auf dem Pod haben Barmer und Desander mal zwei Gäste. Und zwar Hule und Dodo. Die vier werden heute über Filme und Serien sprechen und einige Empfehlungen geben. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt legen wir aber mal los. Wollen wir über alte Filme und Serien anfangen oder wollen wir über die neueren alte reden? Filme und Serien. Ich glaube, die neueren wären vielleicht etwas interessanter. Fallen mir jetzt so direkt erstmal Indiana Jones ein. Mandalorian. Also ich guck grad Lucifer. Mega geil, hä? What the fuck? Ich guck momentan Star Wars. Eine Serie, die ich momentan angucke, Bad Batch. Was ist denn das? Das ist eine Gruppe von Klonsoldaten, die etwas anders sind als die normalen Klone, aber die halt eine eigene Einheit bilden und die müssen halt in der Welt nach der Republik am Anfang des Imperiums irgendwie klarkommen. Das ist so eine Elite-Truppe auch, oder was? Ja. Ah, chillig. Kloneinheit 99. Also für die Klone oder gegen die Klone? Was? Kämpfen die für oder gegen die Klone? Gegen die Klone, weil die halt zum Imperium gehören, aber eigentlich... Ach so. Aber die erschießen nicht, sondern benutzen nur Betäubungsgeschosse zum Beispiel. Ach so. Ja, das ist halt... Dafür können da verletzt werden. Da werden schon genug verletzt, glaub mir. Oh, schade. Also ja, gut so. Zum Beispiel einer der... Also ich... Spoiler-Alarm für alle, die noch nicht Bad Batch gesehen haben. Einer von denen aus der Truppe, der ist zum Imperium gegangen und wollte beim Imperium halt... also hat beim Imperium dann mitgemacht, wegen dem Inhibitor-Chip. Der halt da, ja, den dann halt da befohlen hat, dass er da für das Imperium kämpft. Und der wurde von einem Triebwerk von einem alten Schiff gegrillt. Geil. Ja, das war ja nicht chillig, sondern grillig. Ha. Ja, wie gesagt, also ich gucke ja aktuell, Lucifer hat mir ja Devgold heute empfohlen und bis dahin habe ich schon 7 Folgen oder so durchgegrindet. Heute? Ja, heute. Scheiße, hobbylos. Und da geht's halt quasi um den Teufel, der halt sich eine Auszeit nimmt und halt in Los Angeles, aka in Los Santos, ein bisschen für Unruhe sorgt. Und das ist so auf schwarzem Humor. Sarkasmus und allem angelehnt. Mega geil. Also wirklich eine Wie Mercedes-Benz HH Klasse. Ja. Mercedes-Benz HH Klasse. Wird mir auch auf Amazon Prime momentan empfohlen. Lucifer. Die Mercedes-Benz HH Klasse. Ach, Dodo. Ja, das dann, ne? Klappe. Nein. Nee, aber wenn ich mich entscheiden müsste für eine. Wenn ich entscheiden müsste für eine Serie, wo ich sage, die hat mir in den letzten Monaten beziehungsweise sogar in den letzten Jahren am besten gefallen, dann würde ich sagen, wäre das auf Platz 2 Loki auf Disney Plus und auf Platz 1 The Rookie auf Fox. Ach ja, das ist, wo du das Event für abgebrochen hast von Chantal, ja. Ja, weil die Serie ist wichtiger. Ja, abgehoben. Richtig. Ja, einfach wahr. Ja. Fühlst die Serie, wie heißt die, Loki, ne? Richtig. Loki ist ja, so schön. Loki ist so eine geile Serie. Also ich guck nicht viele Serien, muss ich sagen. Ich bin ja eher der Filmegucker. Ist so. Sam. Also ich meine, ich habe auch nicht wenige Serien geguckt, zum Beispiel habe ich alle Star Trek Serien durch, also die erste Enterprise nicht leider, die müsste ich mir eigentlich auch mal nochmal angucken, weil das ist schon eine Bildungslücke, aber die neue Enterprise mit Captain Picard, Voyager oder auch Deep Space Nine habe ich alles durchgesuchtet. Ich vergesse gar nicht, wie viele Folgen es sind, über 200 müssen das auf jeden Fall gewesen sein, wenn nicht sogar noch mehr. Aber die einzigen Serien, die ich öfters gesehen habe, und zwar am Stück, waren The Rookie und Loki. Aber sonst habe ich noch nie eine Serie am Stück nochmal durchgeguckt.
nur einzelne Folgen ab und zu mal. Aber ich bin auch eher... Okay, Dodo zuerst. Ich bin auch eher so der Filme-Gucker. Also ich würde auch sagen, so Filme, definitiv, da kann man sagen, was man will. Das ist einfach Fakt. Die besten Filme für mich auf jeden Fall sind einfach Flut der Karibik ganz oben, ja, und dann direkt Star Wars. Mein absoluter Lieblingsfilm und auch meine absolute Empfehlung an jeden ist Blues Brothers. Aha, den geht ja gar nicht, glaube ich. Blues Brothers ist so ein geiles Produkt, was Filme machen angeht. Der ist nicht brutal. Also wenn ihr euch was Blutiges ansehen wollt, dann ist Blues Brothers auf jeden Fall nichts für euch. Aber der ist so lustig. Der ist so gut erzählt. Es macht einfach jedes Mal Spaß, den Film anzugucken. Erzähl doch vielleicht, worum es in dem Film geht. Es geht halt um zwei. Was ist Six? Genau. Nee, mir wird auf Amazon Prime gerade Six empfohlen. Das ist eine Serie. Ach so. Ich weiß nicht, was das ist. Es geht halt um zwei. Hier ist Lucifer. Es geht halt um zwei Brüder, die. Thema Lucifer, das dann, da guck dir wenigstens die erste Folge an, und wenn du es da nicht magst, magst du es nicht. Aber guck dir wenigstens die erste Folge an. Ich sehe gerade im Trailer, warum wurden der einen da die Dinger abgeklebt? Hä? Die Nippel. Ah ja. Oh Gott. Zensur und sowas. Alter. Sander und so. Lucifer ist für Amazon Prime kostenlos, dann kann ich mal reingucken. Ja. Also es geht in Blues Brothers halt um zwei Brüder, die halt, also zwei kriminelle Brüder, wo der eine halt im Knast war, und die wollen halt ein Konzert geben oder halt mit Musik Geld verdienen, um das Waisenhaus, wo sie aufgewachsen und erzogen wurden, um das vor dem Bankrott zu retten. Und das ist halt so lustig und spannend und interessant erzählt. Dann wird da teils immer mal wieder getanzt und gesungen und so da rein. Und es ist halt einfach grandios zum Ansehen. Es ist einfach toll. Also wie gesagt, Blues Brothers, immer eine Empfehlung von mir an alle anderen. Also, ich muss mal sagen, ich bin genauso wie ihr mehr der Filmegucker als der Seriengucker, aber wenn es eine Serie gibt, die ich absolut fühle, Digga, und feier, dann sucht ich und grind ich die richtig durch. Ja. Beispielsweise Haus des Geldes ist so eine geile Serie und ich freue mich schon auf die nächste Staffel, wenn die rauskommt. Die Sache ist aber, bei Filmen, es gibt Filme, die sind so unglaublich geil, die guckst du dir immer wieder an, beispielsweise John Wick. Ja. John Wick ist so geil, die kannst du dir immer wieder angucken. Und dann gibt's so Filme, die zwar gut sind, aber die du dir nicht wieder anguckst. Und dann gibt's Filme, die immer scheiße sind. Beispielsweise, ich habe ja The Hunt geguckt, den das Hunter nicht gucken wollte, weil es ein Horrorfilm ist. Und der war halt okay, aber ich würde ihn halt nicht wieder angucken. Aber welcher? Ja. The Hunt. Oh, war das nicht so ein von Twitter-Film? Der ist sehr. Nee. Aber Dodo, der ist sehr gut. Wenn du wirklich Humor magst, Satire, ist der für mich eine 1A. Ja. Mal schauen. Der geht auf die Linken, der geht auf Waffenlobbyisten, der geht auf die Genderfanatiker, der geht auf alles drauf. Jawohl. Außer auf die Fetten. Dann sollte ich mir vielleicht doch mal angucken. aber wenn ich mir Filme, die mir nicht gefallen. Guckt man sich logischerweise nicht mehr an. Zum Beispiel Black Widow, auch wenn es an sich kein schlechter Film war, weil halt Scarlett Johansson eine sehr gute Performance abgelegt hat, der ist einfach von der Story lahm. Thor, weil ich habe die ja gerade offen, darum erzähle ich gerade von dem. Thor 1 ist auch nett, aber gucke ich mir auch nicht an, finde ich auch irgendwo langweilig. Einfach das beste Beispiel für Filme, die so abgrundtief schlecht sind, dass man sie wirklich gesehen haben muss, aber auch nur wirklich nur einmal, sind die Sharknado-Filme. Ja, fucking Sharknado. Also ich hab's noch nicht gesehen, aber ich hab bald vor, sie mir ins Gucken. Ja, die muss man gesehen haben, aber auch nur einmal.
Also da kann ich auch noch was hinzufügen. Mars Attacks ist auch noch so ein Film, den musst du gesehen haben, weil der einfach so grottig schlecht ist. Das ist CGI von 19 und was weiß ich und das ist einfach legendär. Ja. Aber dann gibt's halt so Filme, die guckt man sich immer wieder mal an, wie ein paar Mal gesagt hat, John Wick. Oder zum Beispiel die Fluch der Karibik-Filme guckt man sich auch ständig mal wieder an. Ja, ich persönlich Klassiker. Ja, ich persönlich guck mir immer mal wieder Iron Man 1 an oder Captain America Civil War. Das sind halt einfach Filme, die halt schön sind. Sind wir auch mal ehrlich, Iron Man 1 ist auch der beste Iron Man-Teil. Ja, generell was anderes sagt, also Digga. Ich find's irgendwie komisch, dass bei fast jeder Filmreihe die ersten Teile immer die besten sind. Ja, weil da war das bei halt Star Wars auch so. Bei Star Wars auch ja, so. Ja, da war Episode, das halt. Ja. Nee, bei Star Wars war Episode 4, also quasi der erste Teil von Star Wars, Episode 4 war extrem gut, aber Episode 5. Der erste Teil. Ja, also. Sind zuerst rausgekommen. Episode 4, 5 und 6. Ja, Episode 4, 5, 6 waren die ersten Filme. Darum habe ich ja gesagt, bei 4 quasi der erste Teil von der Reihe. Ja. Episode 4 war extrem gut, aber Episode 5 hat das Gute genommen und ist nochmal übertoppt. So, und Episode 6 war auch nochmal richtig gut solide, ja. Also wirklich. Kam zwar nicht an Episode 2 also ran, aber Episode 6, 5 war auch nochmal. Nee, doch, 6 war auch nochmal sehr gut. Und dann kam 1 mit Jabba, Jar Jar. Ja, dann kam 2 mit I Don't Like Sand. Okay. Aber was die bei 7 und 8 gemacht haben. Sand. Ja, 7, 8. Alter! Lass mal ganz durch, dann Reihen nach durcherzählen. Bei Episode 1 war halt Jar Jar. Der Junge ist halt einfach ein Meme für sich. Das ist ein Meme auf zwei Beinen. Bei Episode 2. Episode 2 war halt einfach I Don't Like Sand. Mehr muss man dazu halt nicht sagen. Episode 3 war wieder cool, wegen Grievous vor allen Dingen, auch wenn er nicht so viel zu tun hatte. Und wegen Obi-Wan und der Highground-Regel. Ja, und der Highground-Regel. Da muss ich ehrlich gesagt auch mal ganz kurz am Rande so sagen, dass Grievous so absolut unmächtig in diesem Film dargestellt wurde. Ich meine, in den Cartoons oder so hatte ja sogar Palpatine Angst vor Sidious, weil ihm irgendwie die Seele von einem Jedi geben wollte oder so. Palpatine hatte Angst vor Sidious. Schreibt das in den Pfeife-Channel, bitte. Ey, oh Mann, nein. Palpatine hatte Angst vor Sidious. Nein, Grievous hatte Angst. Jetzt ist komplett vorbei. Palpatine hatte Angst vor Grievous, so. Weil er halt, weil Palpatine halt so eine Seele vom Jedi geben wollte oder sowas ähnliches. Und er dann dadurch halt die Macht gekriegt hätte oder so, glaube ich. Und auch in einem Cartoon da hatte er so wie 5 Jedis gleichzeitig auseinandergenommen. Das war halt schon nasty. Und von denen die einen Lichtschwerter kassiert. Ja. So, und ja, was macht er jetzt im Film wird er von einem fucking Blaster zerstört. Junge, was ist denn los mit dem? Der kann auf dem fucking Boden an den Wänden rumkrabbeln, aber wird durch einen Blaster gefickt von Obi-Wan. Was soll das? Ja, vor allem, der hat sich halt einfach die Brust, vor allem Obi-Wan, ich meine, das ist ja aus diesem ziemlich harten Stahl, ich weiß nicht genau, wie der nochmal heißt im Star Wars-Universum, der halt Blasterschüsse und so alles abhalten kann. Der wurde dann einfach mal von Obi-Wan einfach aufgebogen, als wäre es das Leichteste der Welt. So. Ist einfach so. Ja, aber... Was ist Vibranium? Ja, Vibranium. Dodo, falsches Universum. Vibranium war... Von Captain America. Naja, stimmt. Ja, das ist MCU. Ich muss mal kurz das in Five Nights reinschreiben. Ich bin auch schon dabei. Löscht euch mal. Ich bin schon dabei, das haben wir. Oh Mann, ey. Ja, ich hab's schon fertig geschrieben. Ich muss nur kurz gucken, ob ich City jetzt richtig geschrieben habe. Ja, ich hab schon. Ich hab gar nichts gemacht, nur eine Biene getrunken. Nur eine Monster Assault getrunken. Kauf Monster Assault, das ist das beste Monster. Bin ich früher vor? Bin ich dumm? Ja, komm. Ja, gut, dann lösch es halt raus. Das ist alles scheiße, Mann. Aber doch Angst kleinschreiben, aber meine Nachrichten löschen, Digga. Ja.
Weil Angst auch kein Substantiv ist. Ich hab Angst nicht klein geschrieben. Was? Okay, jetzt. Gut. Naja. Es gibt noch zwei Themen, über die man so reden kann, generell bei Filmen. Also es gibt eigentlich generell Filme und Serien. Bevor du das machst, kann ich jetzt kurz mit Star Wars noch zu Ende machen? Weil wir waren bei Episode 3. Gut. Episode 7 war ein netter Ansatz, was Finn anging, weil der war halt ein Sturmtruppler, der desertiert war. Das gab es noch nicht, aber ansonsten war halt Episode 7 einfach Episode 4 auf Wish bestellt. Ja. Dann Episode 8. Episode 8 ist einfach nur Luke ist gestorben, weil... Ja, er hat zu sehr gemachtet. Weil er hat zu sehr gemachtet. Ja. Ja, da kann man jetzt halten von was man will. Ich persönlich fand's murtig. Das ging aber gar nicht klar, das war einfach nur lost. Episode 8 war einfach nur langweilig. Diese Schneckentempo-Verfolgungsjagd und Vice Admiral Holdo war auch einfach Jar Jar 2.0. Und Rose, Alter, Rose einfach auch, ey, kommt beiseite mit der. Ach, das war doch das in dem Casino, ne? Ja, das ich war fand diese Casino-Szene so unnötig. Ja. Aber ich muss sagen, Episode 9 war im Vergleich zu Episode 6 natürlich deutlich langweiliger. Aber von der Atmosphäre her und so war Episode 9 der beste Teil von 7 und 8 und 9. Ja, aber einfach nur, weil Sidious ihn gerettet hat. Ja. Weil, ich meine, Poe hat das in dem Film schon am besten beschrieben. Irgendwie ist Sidious zurückgekehrt. Wenn ihr wissen wollt, wie... Ja, gib es. Ja! Okay. Weil dunkle Seite der Macht, so, Ende. Mhm. Mal generell aufs Thema Filme bezogen, weil bei Serien gesehen. Vermisst ihr die Zeit, wo man ins Kino gegangen ist, um sich Filme anzuschauen, oder sagt ihr zu Hause viel besser? Kommt jetzt drauf an, also von heute abgesehen wegen Corona, nein, weil es halt sicher ist, aber so generell, ja, kostet halt, und du kannst es nur einmal ansehen und hast es nie da, dann. Ja, aber das ist schon ein geiles Erlebnis immer. Also, es ist halt ein gutes Erlebnis, ja. Also ich würde mal so sagen, zu Hause gucken finde ich wirklich etwas besser, weil erstens kannst du dann die Lautstärke und so einstellen, dass es halt für dich individuell passt und du hörst kein irgendwas Gehuste oder Geschnurpse, genau, oder Geniese im Hintergrund von anderen Leuten. Das ist auch ein Vorteil, aber es gibt manche Filme, wie zum Beispiel, neuestes Beispiel, Godzilla vs. Kong, Film musst du im Kino gesehen haben. Weil die da einfach eine deutlich bessere oder deutlich angepasstere Soundanlage in einem Kino haben als bei dir zu Hause. Das ist so ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Aber zum Beispiel Black Widow kannst du entspannt zu Hause gucken. Oder also beim Zocken meinst du? Avengers Endgame muss man im Kino gesehen haben. Das auch. Weißt du nicht, aber das Ding ist, wir haben Heimkino, also wir haben auch eine Leinwand und richtig krasse Soundanlage mit Bass und sowas halt alles. Also bei uns ist basically wie im Kino, nur ein bisschen kleiner. Ja, ich habe einen 4K-Monitor, das reicht mir. Der gut verdienende Boss. Ja. Ich habe einen 4K-Monitor, das reicht mir. Leinwand, 4K-Monitor. Ja. Ne, aber. Was guckst du? Ich guck auf Handy, Digga. Genau. Nein, Spaß. Das, es gibt übrigens so, kennt ihr das von Filmen? Es gibt so immer so einen Film oder so, der ist jetzt nicht besonders, besonders herausstechend, weil er halt besonders gut ist. Oder auch nicht, oder der ist aber auch nicht grottenschlecht. Aber das ist einfach so ein Film, den kann man sich immer wieder angucken, weil er einfach nur entspannt für ein entspannt gemacht ist. Kennt ihr das? Ja. Das habe ich bei Filmen. Ja, ja. Hau raus. The Mac, okay. Lucy und der Marsianer. Weird. Okay. Der Marsianer ist schön. Und ich freue mich schon auf Doctor Strange 2. Ich hoffe, das wird gut. Oh ja. Also welchen Film ich mir gerne mal so zwischendurch geben kann, ist V wie Vendetta. So ein geiler Film. Ich fand das A-Team war ein cooler Film. Okay. Gut. Aber
das einzige das größte Problem momentan bei Filmen ist, es besteht halt eigentlich nur noch aus irgendwelchen alten Ideen, die nochmal aufgewärmt werden und nochmal neu benutzt werden für irgendwas und ja. Ich hoffe, die machen was Gutes aus Predator. Nein, werden sie nicht. Zum Beispiel. Ich weiß, Hoffnung ist da. Zum Beispiel Fast and Furious 9. Nee, Quatsch. 10 Teile gibt es schon. Und es soll noch ein 11. kommen. Also es sagt nur, Filmindustrie ist die Hashtag Gaming-Industrie, Digga, dafür. Ja. Die lassen sich nichts Neues einfallen und es bleibt der alte Scheiß. Es geht halt nur noch darum, mit alten Namen so möglichst noch möglichst viel Geld rauszuquetschen. Star Wars ist das beste Beispiel, Fast and Furious ebenfalls und Star Wars habe ich schon gesagt. Star Wars ist doppelt, ist doppelt so. Star Wars kriegt eine doppelte Erwähnung, weil es so sehr gemaked wird. Ja, Star Wars ist halt einfach eins, so wenn man halt Wort Filme sagt, instant Star Wars. Ja. Aber das Ding ist, wenn man, ich meine, ich will nicht sagen, dass ich alles da, dass alles von den neuen Star Wars Teilen scheiße ist. Episode 7 von Clone Wars zum Beispiel war geil. The Mandalorian auch absolut geil. Ich kann nicht mehr warten, als ich mit der Serie zu Ende war mit The Mandalorian, konnte ich dann schon nicht mehr warten auf die dritte Staffel. Oder auch The Bad Batch, weil ich vorhin erwähnt habe. Die ersten Folgen waren gut, aber dann wurde es halt irgendwie immer noch öder. Weil danach ging es dann nur noch von wegen Cameos, weil dann kam noch der dazu, da kam dann irgendwie ein Mini-Rancor damit für Nostalgie zu Episode 6. Dann kam, Rex zurück für Nostalgie aus Clone Wars. Dann war da noch einmal, wie heißt der blaue Cowboy-Typ aus Star Wars? Das ist Cad Bane. Cad Bane, genau. Dann kam Cad Bane auch nochmal. Dann kam nochmal diese eine Kopfgeldjägerin da aus The Mandalorian, damit man da nochmal was rausholen kann. Yeah. Ja, irgendwie ist halt einfach eingepumpt, um die Serie halt irgendwie am Leben noch zu halten. Das fuckt mich auch immer so richtig viel ab bei Serien, die halt schon bereits genutzten Content und gelutschten Content halt wieder benutzen, um irgendwie noch die Serie am Leben zu halten. Ja. Ich meine, das ist auch so mit Fernsehen, also ganz ehrlich, wer von euch guckt noch Fernsehen? Irgendwie, egal ob Nachrichten oder nicht. Ja, ich, weil ich halt The Rookie im Fernsehen geguckt habe, ja, aber ansonsten nö. Ja. Also noch gucken halt irgendwie noch Rentnerfernsehen. No front on Hulu. Nee, aber ja. Diese ganzen ranzigen TV-Shows sind auch irgendwie ausgelöscht. Das ist halt auch einfach nur immer wieder dasselbe. So mit auch Streife und sowas, keine Ahnung. Aber ich meine. Abzocke ist geil! Achtung, Abzocke ist geil! Kann sein, guck ich, kenn ich nicht. Kann sein, ich auch nicht, ja. Ich hab's zumindest das Thunder vorgeschlagen. Guck dir's mal an. Nee, Digga, kein Bock! Ja, ich kann doch nicht alles. So ein Müll guck ich nicht! Das hab ich nicht gesagt! Ja, aber angedeutet. Ja, das stimmt nicht. Wir kann doch nicht immer alles gucken, weil das Ding ist, filmgeschmackstechnisch oder seriengeschmackstechnisch sind wir halt nicht immer auf dem gleichen Nenner. Das dann, wie lange machen wir eigentlich? Bis wir halt beim Ende sind. Am Ende? Das merkst du. Das kann ja auch lange dauern. Das merkst du, wenn es Ende ist. Okay, ach so. Was ich gerade noch sagen wollte, ist von wegen Cameos und von Charakteren aus anderen Serien oder anderen Filmen. Zum Beispiel The Mandalorian hat's richtig gemacht. Ich meine, ich habe ja prinzipiell nichts dagegen, wenn es noch andere Charaktere aus anderen Filmen irgendwie etabliert werden. Aber dann soll das bitte diskret gemacht werden und dann soll dann nicht die Person, die dann gezeigt wird, der Scene-Stealer sein. Zum Beispiel bei The Mandalorian. Die erste Staffel hat sich ja komplett nur um Mando und Grogu gedreht, also Baby Yoda. Und dann erst in der zweiten Staffel kamen dann so Leute da, dazu wie Boba Fett oder Ahsoka. Ich glaube, mehr kam auch gar nicht, oder? Luke.
Luke in der letzten Folge. Ja, stimmt. Luke und der Typ aus der ersten Folge war das, glaube ich. Der sein Schiff, wo er da landen musste und Grogu so. Und da hat er auch nochmal eine wichtige Rolle gespielt, finde ich. Bei mir gar nicht mehr. Also, da war ja, dieser Typ aus der ersten Folge, wurde ja getötet von diesen Speeder-Trupplern. Weil er irgendwie Grogu zum Schiff bringen sollte. Ach so, Was mit C, glaube ich. Der mit den, Der Kleine halt. Ja, der. Wie heißen die Viecher? Blurk? Ja, irgendwie der sowas. Der mit den Blurks. Ja, genau, mit den Blurks, genau. Der wurde gekillt. Also, der hat in der zweiten Staffel nochmal eine Relevanz für Olli gespielt. Ja. Aber das war's eigentlich auch. Ja, generell Mandalorian war halt einfach. Es gab so zwei oder drei schlechte Folgen, die mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen haben, weil es halt irgendwie so ein bisschen, ganz klein wenig halt unnötige Stellen gab, aber das war's halt eigentlich schon. Sonst war die Serie einfach nice, da kann man nichts sagen. Ja. Auch mit dem Läufer halt, das war nice. Also im Wald, als sie den Hops genommen haben. Sagt mir einmal, wenn ich ein kurzes neues Thema reinschmeißen soll. Ja. Kannst du machen, also ich bin fertig. Ich? Okay. Ja. Film, Genres oder Serien-Genres? Was feiert ihr, was feiert ihr nicht? Horror. Feier ich. Nice. Action. Feier ich. Nice. Science Fiction auch nice, halt Star Wars, ne? Ja. Ja, was gibt's noch? Fantasy auch nice. Herr der Ringe auch. Da kann ich jetzt auch mal ganz kurz meine Erfahrung. Diese Dodo, sehr gut, einfach. Diese Dodo. Boah, Herr der Ringe, ey. Also da gibt's so viel zu sagen. Ne? Die Filme, also der Macher von Herr der Ringe hat schon mal gesagt, ja, also entweder mache ich in drei Teile raus oder ihr könnt das ganze Ding vergessen, weil Herr der Ringe einfach so eine geile Geschichte zu erzählen hat. Das sind auch so Filme, die muss man, finde ich, gesehen haben, weil die einfach. Die dauern zwar richtig lange, ich glaube, die dauern jetzt 12 Stunden oder so insgesamt. Alle, ja. Und dann auch der Hobbit dazu, also, ja, ich find die Filme einfach nur nice. Auch mit den ganzen Rüstungen und so, dass die Rüstungen sahen einfach nur nice aus, auch für etwas ältere Filme waren die ganzen, naja, ich sag jetzt einfach mal Animationen halt ganz gut, wie die halt die Nekromanten und so hingekriegt haben und die Ringgeister. So. Du bist so ein geiler Traumkuss. Ja, vorher. Da musst du mal abwarten, bis du die Herr der Ringe Spiele spielst. Du wirst sie lieben. Dingens bin ich gerade am Spielen. Mächer Erde Mordor Schatten. Ja, habe ich alles durch, 100% auf Profi. Jo. Das ist einfach. Auch. Und Schatten des Krieges auch. Nee, ja, aber ich meine, die freue ich mich schon drauf. Spiele Schlacht und Mittelerde auch für den PC. Mhm. Dann müsstest du dir zwar echt den Lauf herholen, damit du es spielen kannst, dann würde ich dir eine CD zuschicken. Die, by the way, damals hat die 15 Euro gekostet. Aha. Heute kostet die 130 Euro. Boah. Muchte ich. Und ich habe 4 oder 5 von denen rumliegen, weil ich das. Ja. Weil, warum auch? Also, ja. Ja, generell Fantasy, also Fantasy rum, wo ich mir übrigens immer noch von Filme wünsche, am Rand so gesagt, ist Herr der Ringe. Elder Scrolls. So richtig neue Filme halt, weil Elder Scrolls waren einfach nice Spiele auch. Und davon einen Film zu sehen, das wäre nice. Das Honda denkt ja nur, geht weg damit, ey. Geht einfach weg. Nö, ich denke, ich meine, ich habe ja kein Problem mit Herr der Ringe, aber. Du fühlst es halt nicht, also genauso wie Strong Ones. Nö! Sowas ist nicht so deins. Nee, daran liegt's nicht mal. Das Problem, was ich mit Herr der Ringe habe, ist es halt einfach, dass es so genau genommen halt ein Film ist, in 3 Teile aufgeteilt, der halt zusammen um die 9 Stunden geht. Ja, 12. Macht sich besser. Das sind halt die Bücher, die verfilmt wurden, und Imagine, eigentlich müsste der Film 100 Stunden gehen, wenn du die ganzen Bücher verfilmen willst. Ja. Weil aber die haben ja eigentlich noch so viel gemacht, aber die haben halt so viel rausgeschnitten von den Büchern her. Bei Harry Potter ja auch. Gewesen, ja. Die Grundstory in 12 Stunden, ja. Bei Harry Potter ja auch. Ja. Es fuckt mich bei Harry Potter ab, dass sie die 2 Teile, wo Johnny Depp mitgespielt hat, verhunzt haben.
Wo war nochmal Johnny Depp dabei? Also wer hat der gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Grindelwald hat der gespielt. Stimmt, ja, das war. Das war ja fantastische Tierwesen. Harry Potter, also ich meine, ich habe Harry Potter, habe ich nur zwei Filme gesehen, einmal den ersten Teil und einmal den Feuerkelch, hieß der so? Ja, der Feuerkelch, Harry Potter und der Feuerkelch. Ja. Genau, die schlechten rausgesucht. Der erste war doch gut. Ja, aber es gibt bessere. Das habe ich halt bei einem damaligen Freund gesehen und dessen Eltern haben halt nicht erlaubt, dass wir halt. Wir waren halt 12 und dessen Eltern haben halt nicht erlaubt, dass wir Filme über 12 gucken. Also die anderen sind ja ab 16. Oha, einfach 2 Jahre her, ne? Das sind, ne? Ich finde tatsächlich Harry Potter, da war On the Phoenix, fand ich einer meiner Lieblingsfilme, weil er halt so. Ja. So ein bisschen traurig war, aber auch da gab es genug. Genau, Halbblutprinz, ja. Halbblutprinz war. Das war, finde ich, einer der traurigsten Filme, einfach nur, weil Snape. Sanderson war ein Muggel in Harry Potter. Wär's ich? Ja, du bist ein Muggel. Wieso? Stimmt. So ein Muggel, Digga. Wieso? Ach, nur so. Es macht keinen Sinn. Das ist so ein Sprichwort. Das Ding ist zur. Dem Fantasy-Filmreihe muss ich nochmal sagen. Ganz ehrlich, Aragorn ist auch ein Film, der ist einfach total underrated. Das ist so ein guter Film. Oh ja. Einer kennt den. Das waren ja auch Bücher, ne? Ja, Aragorn. Ja klar, und halt auch Filme. Das sind halt so gute Filme. Wie heißt das? Einfach Aragorn. Aragorn. Okay, nicht. Da geht's um Drachen, glaube ich. Geht um einen Jungen, der halt einen Drachen einballt, und dann mit ihr, also dem Drachen, über Gedanken mit ihr kommunizieren kann halt. Ja, das kenne ich. Alte Telekinese. Mega chillig, genau. Einfach. Eine Frage, habt ihr Game of Thrones geguckt? Nö. Nee, ist mir zu liebe Schnulzer. Ich möchte noch ein bisschen antun, aber noch nicht wirklich. Ich meine, ich könnte es gucken, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Ja, ich auch nicht. Ich mag die Charaktere, aber mir zu viel liebe Schnulzer, was ich da gesehen habe, alles kein Bock. Dodo, ich mag Game of Thrones, weil in der ersten Staffel der Schauspieler von Boromir stirbt, genauso wie im ersten Herr der Ringe Teil stirbt. Der einzige Grund, warum man Game of Thrones gucken sollte, ist, weil es da Nude-Szenen von Emilia Clarke gibt. So fertig ist. Horny Thunder einfach. Ja, aber um jetzt mal auf Farmers Frage zurückzukommen bei Filmen und Serien, was mögt ihr nicht? Also, kann ich da nur dazu sagen. Ich mag eigentlich alle Genres, wenn sie gut umgesetzt sind. Ich meine, ich mag auch Horror, wenn es gut umgesetzt ist. Wenn das halt keine einfach nur auf Blut und Brutalität gesetzt ist, sondern halt wirklich auf, wie bei Alien, auf halt wirklich Grusel und so. Dann. Digga, Alien ist doch nicht gruselig, holy shit. Ach, du bist einfach dämlich fertig. Alien ist gruselig. Auf jeden Fall, wenn man hat sowas wie bei Alien oder so, das ist schön in Szene gesetzt alles, oder Predator ist zwar kein richtiger Horrorfilm, aber ich meine Predator ist trotzdem ein schöner Film zum Angucken. Ist Alien auch, ist auch Action-Horror. Action nicht. Ah, da würde ich schon, also bei Alien ja, ist also ein bisschen paar Elemente sind mit drin, ne? Alien ich würde schon eher sagen, bei Alien ist Horror. Oder Sci-Fi-Horror. Ja, Sci-Fi. Ja. Aber Predator ist definitiv Action-Horror. Ja, Predator ist Action-Horror. Aber Predator ist mega nice. Ich meine, Alien ist ja auch der beste Sci-Fi-Horror-Film, den es gibt. Und das auch zu Recht, muss ich sagen. Alien ist schön. Ja, Alien sind nice Filme. Ja. So, aber es gibt ja auch in der Kategorie nicht so viele Konkurrenzfilme, sag ich mal. Da hat Alien die alle ausgestochen, würde ich sagen. Ja, wortwörtlich. Ich fand's halt doof, dass Alien vs. Predator 2 so underrated ist. Also ich fand den eigentlich ganz okay, ich weiß nicht, was alle haben. Alien vs. Predator 2 finde ich dämlich. Geht! Das Pred Alien hat einfach nur den ganzen Film gerettet in meinen Augen. Jein. Es heißt Predalien, Dodo. Predalien. Sternchen innen. Ja, aber toll, jetzt hört Physik nicht mehr zu. Ja. Nee, aber das Ding ist, Alien vs. Predator 1 war noch interessant, weil da halt der Predator mit den Menschen mit der einen Forscherin da kurz zusammengearbeitet hat. Das fand ich schön anzusehen. Mhm.
Und weil halt die und weil da halt wirklich die Aliens da eine richtig harte Bedrohung dargestellt haben in dieser Pyramide. Ja. Aber Alien vs. Predator 2 ist kein guter Film, weil erstens, die hatten am Set wirklich, das sieht man auch auf Bildern vom Set von Alien vs. Predator 2, die hatten keine Lampen. Die haben nicht ausgeleuchtet. Null. Stimmt, ja. Und die eine Szene, wo da dieses Alien da, dessen Eier in die Schwangere da reingelegt hat und man also dieses halb aufgefressene Baby gesehen hat, einfach nur, das sind einfach Szenen, wo ich sage, das will ich nicht sehen. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass es so dunkel ist, alleine schon im Krankenhaus, Alter. Das war. Ja, und vor allen Dingen, der Film heißt Alien vs. Predator, wo man sich vorstellen kann, wer gewinnt da, die Aliens oder der Predator. Wer gewinnt am Ende? Der F-22, der sich im halben Flug in F-35 verwandelt, der eine Atomrakete wirft. Ja, der F-35, der sich einfach in meinem Flug verändert, der hat aber das einfach alles gerettet, Mann. Ja, der kommt angeflogen, ist F-22, dann fliegt die Atomrakete und in dem Shot, wo man den über die Kamera drüber fliegen sieht, hat auf einmal nur noch ein Triebwerk und ist ein F-35. Ich sag's mal so, wenn auf unserem Krieg jetzt Aliens sein würden und Predators kommen würden, die Predators würden in jedem Fall gewinnen. Ja, also, klar. Eigentlich, also die haben halt viel mehr Range, so ich meine. Nein, die haben halt schon, die nutzen die ja extra als Jagd und die Predator haben schon ganze Zivilisationen so und so zerstört von den Aliens. Also das ist halt das Ding. Deswegen ist die Predator haben die können ja gezeigt, halt nicht verlieren. Ja, ist so. Hat man ja in Alien vs. Predator 1 auch gesagt bekommen. Weil in Alien vs. Predator 1 wurde ja gesagt, als dann erklärt wurde, wie das damals war. Wenn die Jäger verloren haben, haben sie dafür gesorgt, dass nichts überlebt, weil dann haben die sich halt hochgejagt, wie Tryhards. Genau. Deswegen hat er sich auch im ersten Film sich selber hochgesprengt. Ja, die sprengen sich ja eigentlich immer selbst weg, bevor sie sterben. Mhm. Ja, weil es halt eine Kränkung deren Ehre ist. Ja. Verdammte Japaner! Ja, ist japanische Japaner, Tryhards! Ist so. Einfach schlimm. Ja, aber also wie gesagt, ich mag eigentlich alle Genres, solange sie halt gut umgesetzt sind. Außer vielleicht, auch wenn ich es da mag, wenn es gut umgesetzt ist, dieses Rittergenre. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn es gut umgesetzt ist, kann ich es mir gönnen, aber ich bin nicht scharf auf solche Filme. Was ich besonders mag, ist Agenten-Action, also sowas wie Mission Impossible oder Fast and Furious, Hobbs and Shaw, John Wick, sowas in der Art. Aber oder Sci-Fi-Filme wie zum Beispiel auf Serie jetzt bezogen, zum Beispiel Picard habe ich sehr gemocht. Oder Star Wars halt, auch sehr schön alles. Ich weiß nicht, wenn ich viel Hate kassieren, aber ich habe den ersten John Wick angeguckt und ich dachte mir so, ja. Nein. Also ich finde es nicht wirklich. Also die Idee ist cool. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen dumm, dass er halt so richtig. Hör einfach auf zu reden, Dodo. Mit jedem Wort, was aus deinem Mund kommt, wird es einfach nur noch schlimmer und jedes einzelne Wort aus deinem Mund jetzt steigert meine Lust, dich einfach wegzubannen von allem. Ich fand die Personifizierung, kann man das so sagen, ja, von John Wick fand ich halt gut, aber das Ding ist halt, ja, ich fand es halt irgendwie, ich einfach, Mann, das ist ja, ich fand es irgendwie, wir haben auf Keanu Reeves, wir müssen, nein, will keiner also, hören, also du bist einfach still. John Wick, ich fand es halt einfach nur irgendwie voll komisch, dass er halt so richtig hart ausrastet, weil er seinen scheiß Hund getötet haben und gefühlt ganze Urgroßväterstämme auslöschen, was weiß ich. Also, keine Ahnung, es ist halt. Ja, der Hund war das letzte, das wurde ja in Teil 2 erklärt. Der Hund war das letzte und das Auto, was ihn mit seiner verstorbenen Frau verbunden hat und wegen dem Hund. Der Hund war das letzte Wesen, mit dem
Wick seinen Schmerz, den er durch den Tod seiner Frau erlitten hat, teilen konnte. Imagine, lass uns einfach ein paar Familienmitglieder von Dodo umnieten und dann weiß er, wie sich Schmerz anfühlt. Dann kann er John Wick auch machen. Dann irgendwann, irgendwann Dodo dann hier im Channel, wenn er fragt, warum wir das machen, warum er dann jetzt bei uns wütet, einfach Dodo, sie raubten es mir! Sie haben es abgetötet! I will find you and I will kill you. Ja, aber ich finde, der beste John Wick Teil ist meiner Meinung nach tatsächlich nicht Teil 1, sondern Teil 2. Teil 1. Meine Rangliste wäre auf 3 Teil 3, auf 2 Teil 1 und auf 1 Teil 2. Ich habe mir die Filme auf jeden Fall nochmal angucken, vielleicht verstehe ich das dann ein bisschen mehr. Kommt nicht sogar bald der vierte noch? Ich glaube schon, John Wick 4. Das war auch früher morgen, als ich den geguckt habe, und deswegen habe ich das so Erscheinungsdatum 27. Mai 2022. Okay, ist ja bald. Da startet das in der USA. Ja, dann dauert es nicht mehr lange, bis es nach Deutschland kommt. Lass uns mal über Comedy-Filme reden. Fühle ich. Was fällt euch da so ein? Da ja, Diktator. Ja. Er ist wieder da. Ja. Und. Kennt ihr Helge Schneider? Natürlich. Helge, ja. Der, die Filme von Helge Schneider. Ja. Nein, die Filme, nicht die Filme von Helge Schneider. Praxis Dr. Hasenbein. Jagd auf Nihil Baxter. Helge. 00 Schneider in Texas. Und noch einen gab's, glaube ich. Das waren wirklich, also die haben sich halt so selber null ernst genommen. Also man hat bei diesen Filmen halt einfach gemerkt, dass sie kein Skript hatten. Sie haben einfach so gesprochen, was ihnen gerade eingefallen ist. Und die Comedy hinter dem Film ist auch gut. Man muss sich dann gewöhnen, man muss das halt wirklich mögen, so eine Comedy. Aber ja, an sich waren es gute Filme. Er ist wieder da auch. Ja, man muss halt Spaß machen. Eben den neue Reifenzeit, die habe ich immer gemocht. Genau. In denen sich neue Reißverschleiben gemacht. Genau. Man muss halt Humor für solche Filme haben. Ein ganz einfacher Film, der einfach nur göttlich ist, was Comedy angeht. Einfach von Bully. Traumschiff. Surprise. Ja, okay. Diese verarschen Filme. Helden in Strumpfhosen, Spaceballs. Was gab's noch? Das von. Schuh des Manitou, genau. Wenn das gab's auch noch. Wenn wir so schön sind, so schleiß sind, so schlank und rank, werden wir Miss Vakiki. Genau. Aber Schuh des Manitou war auch geil. Ja. Lass alles aber raus, auch. Jacqueline, sonst lass alles raus. Ja, aber nicht so durch die Nase. Man muss auch sagen, Space hat auch schon Legendenstatus. Mit der Weltraumputze. Oh, ja. Körnel, Sandfurz und Lothämchen und Joghurt. Das ist ja so deine. Hulu, das ist ja so. Hulu? Ja. Das ist ja so deine Generation, so mäßig. Ja. Deine Meinung zu Bud Spencer und Terence Hill? Bitte? Deine Meinung zu Bud Spencer und Terence Hill? Auch ganz ehrlich, Bud Spencer sind einfach gute Filme. No, du hast ja schon was gesagt. Ja, true. Da kann man nichts gegen sagen, Bud Spencer war beste Film, Mann. Wie ist der Soundeffekt von den Schlägen? Ja, ist halt alt, ne? Aber es war halt einfach geil. Alte Filme, nicht einfach alte Haut drauf Filme, aber er muss einfach mögen. Oh. Ist so. Das hab ich ausgesehen. Sander, was war? Nee, nicht wegen Bud Spencer, das ist geil. Ich hab ausgesehen gerade eine Folge von Loki gestartet. Lol. Einfach im Hintergrund driften, dann passiert dir das nicht. Nein. Weil damals hat man noch so Filme und Sachen halt im Dingens ausgeleitet, in der Videothek oder Filmothek, heißt das so? Ja, Filmverleih. Ja. Damals hat man das dann aus den Holzen, hast du einfach alles ständig zu Hause, zahlst vielleicht ein paar Groschen, dann kannst du dir instant jeden x-beliebigen Film angucken, den du willst. Und selbst wenn du das, wenn du dafür kein Geld hast, dann hast du immer noch das Internet, wo du dir auch gefühlt alles illegal angucken kannst, aber du kannst es dir angucken. Video, Kinox, alles regelt. Ja. Heißt das nicht Videothek? Ja, Videothek heißt es genau. Es kommt auch ein bisschen davon, wo du herkommst.
Musst du dir nicht auch manchmal noch Werbung und so Müll reinziehen? Also vor Filmen lief immer eigentlich, also zum Beispiel auf VHS-Tape oder halt auf DVD oder Blu-ray so, liefen meistens halt noch Werbespots von anderen Filmen oder was weiß ich. Konntest du genau, meistens so überspringen. Auf Blu-ray läuft es heute immer noch. Ja. Aber es ist halt normal, irgendwie muss man ja Filme weiter empfehlen, ne? Ja, ich weiß noch, dieser alte Struggle, VHS. Du musst die Filme jedes Mal wieder zurückspulen, wenn du sie geschaut hast. Ah ja, stimmt, das waren die Kassetten, ne? Hatte ich sogar früher. Ja, ich auch noch, Alter. Ja, du bist ja auch, so ein kleines, zwei Jährchen älter als ich, aber ich kenn's auch noch. Ich kenne sogar noch die Zeit, das kennen vermutlich 50% meiner der Zuhörer ja nicht mal. Ich kenne sogar noch die Zeit, wo es noch keinen Touchscreen gab. Wo der Touchscreen gerade rauskam. Ich kam mir noch an die wunderschöne Vorstellung. Kennst du gerade Disketten, kennst du Disketten? Kenn ich auch noch, ja. Hatte ich sogar mal hier. Nee. Hattest du noch einen alten Schallplattenspieler? Ja, aber Parma, nicht Schallplatte von wegen, du legst das Ding auf und dann kommt das über einen Lautsprecher, sondern wo du die Schallplatte aufgelegt hast und dann kam das über dieses große Horn da und da kam dann der Ton raus. Ratet mal, was ich da für Schallplatten drauf gehört habe. Poison's Gloria. Nee. AC/DC. Nein. Zu neu. Ich weiß nicht mal, ob ihr das kennt. Huibu, das Schreckgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Das Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Ja. Nee, aber ich weiß auch noch, was Kassetten mit Schraubenziehern zu tun haben. Ja, du müsstest ja aufschrauben, um das neu zu drehen, ne? Nee, das ist eigentlich selten passiert. Also außer wenn du wirklich einen kaputten Kassettenrekorder hattest, musstest du eigentlich selten die aufmachen, weil es war immer nervig, wenn die wirklich sozusagen ausgelaufen sind, weil du halt einen kaputten Kassettenrekorder hast oder sonst was. Nee, aber meistens halt, wenn du sie zurückdrehen wolltest. Ich meine, da kannst du schlecht einen Finger reinstecken. Wir hatten dann irgendwann einen Kassettenplayer. Smile. Er konnte das dann schon direkt im drinnen, also wieder zurückspulen. Das war Hightech. Aber früher normalerweise musst du halt einen Schraubenzieher da reinstecken. Oder was anderes, damit du halt diese Kassette wieder zurückspulen kannst. Dann sollte ich auch mal mit Musik ausgehen, oder nicht? Ja, die geht 2 Stunden. Ja. Achso. Ist ja der geil an der. Nee, schneidet den Podcast runter auf 10 Minuten. Ja, chillig. Hast du schon ein Intro, Sander? Zu was? Zu dem Podcast. Machst du mal ein Intro und dann dein Intro? Also so ein Spruch zum Intro. Und dann kommt dein Intro. Also, ja, du weißt, was ich meine. Das kommt ja nur auf YouTube, nicht auf Spotify. Ja, das meine ich ja, auf YouTube halt. Ja, muss mal gucken, was ich dann nehme. Ich finde es momentan schade, dass die einzige Serie, weil in den letzten Monaten hatte ich so, ich hatte halt immer eine Serie, worauf ich mich gefreut habe. Angefangen hat das mit WandaVision, danach Falcon and the Winter Soldier. Dann kam Bad Batch und separat dazu kam dann noch etwas versetzt Loki. Ja, und jetzt läuft halt nur noch Bad Batch und das wird irgendwie immer langweiliger pro Episode. Hm. Ja, generell. Es hängt halt alles hinterher, so wegen Corona. Manchmal hast du auch einfach gar keinen Bock mehr. Manchmal ist es richtig öde. Beispielsweise hatte ich bei The Walking Dead nach der sechsten Staffel oder so keinen Bock mehr, das zu schauen. Das ist auch eh nur lang gestreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also die 10. Staffel war alles nur gestreckt und alles, was davor auch schon war. Ja, mir wird gerade empfohlen, Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät. Geil, Asterix und Obelix, Kult. Ja, true. Ich hab irgendwie auch noch rumliegen irgendwo. Ich weiß auch nicht mal, was man so bei Zombie greifen an, so lang strecken kann bei Walking Dead halt. Ja, halt,
eine Staffel, zwei Staffel, drei Staffeln geht noch, aber halt, umso länger du streckst, umso langweilig wird es halt, weil, naja, ist halt ein Zombie-Akalypse, da sind Leute, die sich kennenlernen, dann stürmen wieder irgendwelche ganz dramatischen. Ja. Vor allen Dingen ist besonders, es gibt da ja auch noch mehrere. Es gibt ja mehrere Staffeln da. Es gibt ja dann noch vier The Walking Dead oder und so. Genau. Ja, The Walking Dead ist einfach viel zu lang gestreckt, muss man ehrlich sagen. Was ich aber noch gerade fragen wollte, hattet ihr schon mal einen Podcast über Videospiele, also auch zum Beispiel alte? Ja, hatten wir schon. Ja. Auch Game Interiere war das. Das war nur über alle. Ja, doch, schon. Das war der dritte, glaube ich. Hatten wir schon. Das erste war GTA DLCs, dann kam Kindheit. Und dann kam Gaming-Karriere. Nein, erst kam DLCs, dann kam Kindheit, dann kam Videospiele und dann die Folge vor der hier war, wie wir uns kennengelernt haben, Parma und ich. Ja, meine ich ja Gaming-Karriere, ich hab's auch richtig gesagt. Ja, die dritte war Gaming-Karriere. Karriere. Genau. Hab ich ja gesagt. Das stimmt, Digga. Ach ja. Dum, dum, dum. Und mir folgen schon wieder 500 Spam-Bots auf jeden Fall. Dann kann ich mir selbst von einem Schlafen zuhören. Das wird ja auch lustig. Ja. Richtig wild. Das hat wie lange nehmen? Ich kann nicht mehr selbst von einem Schlafen zuhören. 51 Minuten. 51 Minuten, das ist aber eine gute Podcast-Länge schon. Ja, ja. Das geht. Also in 51 Minuten schlafe ich normalerweise ein. Ja, ich will ja da zuhören. Ich schlaf bei sowas innerhalb von 15 Minuten schon ein. Also Grüße gehen raus für alle, die jetzt noch wach sind. Also ich habe sowieso Schlafstörungen, deswegen bleib ich sowieso bis 3 Wochen. Also alles chillig. Also die einzige Stunde, bei der ich sowas, bei der ich einschlafen kann, ist ganz ehrlich, die von kurz gesagt. Ja, die ist so angenehm. Weil ich bin froh, dass der Podcast, also die ganzen Videos zum Einpennen, das weicht zwar gerade ab, höre ich gerne so Naturgeräusche, so Regen oder sowas. Oh ja, das ist auch ein Spaß. Ich höre mir zu, ich habe mir früher, als ich noch mein Handy gleichzeitig laden und Kopfhörer benutzen konnte, S20, habe ich manchmal zu Filmen wie Hobbs & Shaw oder so habe ich mich schlafen gelegt. Also schau ja noch ganz gut zum Pennen. Ich schlaf meistens, wenn dann zu Musik ein, wenn ich irgendwas höre. Ja, Sam. Ich schlaf so gar nichts ein, weil ich halt mein Handy nicht gleichzeitig laden und Musik laufen lassen kann. Leute, ging's euch eigentlich um Filme und Serien? Gehört doch dazu, wir schlafen bei Filmen ein und so. Ja, stimmt. Ich schlaf mir eine Doku über schwarze Löcher. Ihr schlaft wie ein Sack. Ja. Nee. Habe ich aber schon 6-mal geguckt. Ich auch. Einmal gemacht, aber ich schlafe dabei nicht ein. Ich bin auf zu interessiert. Dokus sind aber auf Netflix besonders. Dokus sind voll interessant, finde ich. Dokus sind so das Beste. Eine Frage, um aufs Thema Filme nochmal zurückzukommen. Habt ihr Interstellar geguckt? Nein. Kenn ich nicht. Absolut nicht, nee. Also erstens mal, wie kann man sowas nicht kennen? Das ist die ikonischste, der ikonischste Film überhaupt, neben Titanic. Oh Gott, kann sein. Waren die da auf einem anderen Planeten, das Sander? Lässt sich bei dem Namen Interstellar schon denken, ja. War das so ein Mann und so eine Frau? Irgendwie? Ist auch da, also es war ein Mann und eine Frau dabei. Also auch mit so einem Raumanzug und so, oder? Ja, es, ja, okay, heißt, dann habe ich den, glaube ich, schon mal geguckt. Parma, es gibt ein paar Weltraumfilme, wo man eine Frau so mit Raumanzug, weißt du? Ja, aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Warte, ich gucke nochmal kurz nach Inters. Also, was ich auch noch mal geguckt. Weltraumfilm ist auch Geostorm. Warte, ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob ich die, wegen des Weltraumfilme, Guardians of the Galaxy. Ach, ich glaube, ich habe den geguckt früher mal. Ja, das wäre eine Sache. Also ich war halt von Dingen halt zu sagen, was in der jetzigen Zeit spielen könnte, habe ich halt eher gesagt. Achso. Geostorm. Ich glaube, ich habe den so geguckt, als der rausgekommen ist, so 2014 oder so. Aber das ist schon voll lange her. Ich fand das jetzt sogar. Ja. So. Ich fand das jetzt sogar, auch ein gutes Thema ist Cartoon, Filme und Serien. Ist ja Retro. Oder das alte. Oder? Ja, Retro halt, ne? Voll gut. Ah, ich fand die Simpsons-Film fand ich gut. Ich fand eine lustige Idee mit dem einfach unter den Kuppel durchgraben. Da ist so eine riesige Kuppel drauf gewesen. Also wenn ich an alte Retro-Filme oder so Comic denke, dann denke ich immer an, wie hieß der nochmal? Lucky Luke.
Lucky Luke ist leer. Oh, Lucky Luke war cool. Ja. Viel schneller als ein eigener Schatten, ne? Ja. Lucky Luke war auch einfach gut Filme. Pokémon hat auch gute Filme gehabt, außer... Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür gesteinigt werde, aber ich habe tatsächlich nie die Pokémon... ich habe nie Pokémon gefühlt. Das ist okay. Pokémon ist immer der Meinung. Anime ist eher so eine eigene Kategorie. Genau. Anime an sich habe ich nie, eigentlich nie gefühlt. Das Ding ist... Also Anime fühlt man Anime oder man fühlt Anime nicht. Das Ding ist halt bei Anime ist das Problem, viele verbinden Anime halt so klassische Sachen wie One Piece, Dragon Ball und sowas halt, aber das ist halt einfach viel mehr heutzutage. Da finde ich alles. Die krassesten Kampfszenen und alles. Allein Demon Slayer, falls man das gesehen hat. Junge, das ist einfach was ganz anderes. Das Sander, wenn du mal einen richtig geilen Anime brauchst, wo du gefühlt keine F18-Seiten mehr. Wo du keine F18-Seiten mehr besuchen musst, ich empfehle dir welche. Also, habe ich von einem Freund halt gehört, so die Empfehlungen und so. Ne? Also, ich kann Highschool DxD immer empfehlen. Kiss Exist, Testament of Sister New Devil sind immer gut. Ja, Hulu weiß Bescheid. Hulu ist ein Ehrenmann. Kiss Exist ist auch noch ganz beliebt. Ja. Ja, klar. Highschool DxD? Ja, Highschool DxD habe ich durchgeschaut. Ersten drei Staffeln. Hulu einfach auch nie. Nein, no joke, der hat einen guten Plot. Diamond King, der Mew ist auch nice. Hab ich nie geschaut. Den musst du schauen, Hulu. Baki. Baki ist 2018. Guter Anime, sehr guter Anime. Ja, Attack on Titan ist auch wirklich empfehlenswert, aber das Ding ist... Attack on Titan einfach Netflix rausgenommen. Ich wollte richtig fett schauen, so richtig fett durchsichern, richtig Bock drauf, aber Netflix, fick dich Netflix wirklich. Einer der besten, kann ich einfach sagen, ist einfach Demon Slayer. Also muss ich sagen, der ist einfach, da steht so viel Mühe drin. Ich meine, das sind auch so die einzigen Animes, die ich mir geben kann. Highschool DxD? Nein! Ja! Euphoria? Den kenne ich glaube ich nicht. Ich kenne mich mit Animes halt einfach nicht. Bunny Girls Senpai? Oh, okay, jetzt weißt du, Euphoria war schon kritisch, aber Bunny Girls Senpai, das reicht jetzt. Hey, Euphoria ist schlimmer, no joke, genauso wie Boku no Pico. Euphoria ist der beste Anime, den Marco, das ist dann da bestimmt, oder? Ich wahrscheinlich Boku no Pico auch. Boku no Pico würdest du feiern, wirklich. Ganz ehrlich, Boku no Pico ist eher was für Parma. Oh Mann, ey. Gibt's da Minderjährige viele? Nein. In Euphoria oder was? Nee, Boku no Pico. Achso. Gibt sogar vier Folgen. War Boku no Pico nicht irgendwas mit Schwulen? Ich sag nur Eiscreme, Eis im Auto. Ich will es eigentlich gar nicht mehr wissen, jetzt weiter. Ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch, bevor das Video noch wegen Altersbeschränkung gesperrt wird, würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier. Fällt mir noch was auf die Schnelle ein. Und wenn nicht, sollen die Leute in die Kommentare schreiben, wer bis jetzt noch dran geblieben ist. Eine neue Idee. Entweder ein Gast, der dabei sein kann, oder ein neues Thema. Fertig. Und wer bis jetzt dabei geblieben ist, schreibt, Dodo ist der beste Supporter in die Kommentare. Oder Pflaumenkompott Nektar mit Dodo. Schreibt einfach in die Kommentare, Palpatine hat Angst vor Sidious. Ja. Oh Mann, ey, ihr seid alle scheiße. Schreibt einfach in die Kommentare, hat der Hydra Bomben Fragezeichen. Schreibt in die Kommentare, Palpatine hat Angst vor Sidious. So Leute, wenn euch die Folge Podcast. Schreibt einfach den ganzen Podcast in die Kommentare. Ja, schreibt ihn ab. So Leute, also was wir gesagt haben. Wir können auch gerne Untertitel angeschrieben. Also können auch gerne Untertitel für das Video erstellen. Ich glaube, das geht. Einfach abschreiben. Ja. Ist eure Hausaufgabe. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn, Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat, Daumen runter, wenn er euch nicht gefallen hat, ihr kennt es ja, schaut bei Hulu, Parma und Dodo vorbei. Zumindest ein paar Mal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gönnt euch den, denkt dran, dass es den Podcast auch auf Spotify gibt. Und für Leute, die auf Spotify, denkt dran, dass es den Podcast auch auf YouTube gibt. Somit wünsche ich euch noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Nacht oder Leben. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Dodo ist der beste Supporter. Könnt ihr jetzt auch noch Tschüss sagen, alle zusammen im Chor, bitte? Nein, ciao. Können wir machen. Hier kommen die Jotzeberg.